Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von dem Podcast, der euch beim Hören Geld bringt. Wir haben uns heute dazu entschieden, eine Q&A-Folge mal einzuschieben mit den beliebtesten Fragen, die uns tagtäglich so erreichen. Ich habe mir hier einen kleinen Spickzettel beiseite gelegt und würde sagen, wenn du nicht noch irgendwas Wichtiges zu sagen hast am Anfang oder dazu noch was sagen möchtest, dann starten wir mit Fragen. Du kannst aber auch gerne noch kurz darauf eingehen, was hier auf unserem Tisch steht. Ich habe es wieder getan. Was hast du wieder getan? Ich habe es zweimal getan. Ich habe zwei neue Rolex gekauft. Und gibst du, du wusstest nicht mal, als das Paket ankam, was drin ist, ne? Nee, ich habe es tatsächlich, also jetzt no joke, dieses Mal habe ich es wirklich vergessen. Ich habe mir nur gedacht, warum steht das so oft zerbrechlich drauf? Ja, also ich habe eine neue Rolex gekauft. Diese Rolex hier wird aber nicht lange in meiner bzw. unserer Sammlung bleiben, sondern die ist als Geschenk geplant. Wer diese Rolex bekommt, ist jemand aus unserer Familie. Ich sage aber noch nicht wer, weil es sein kann, dass das dann irgendwie, ne, und so. Überraschung soll Überraschung bleiben, ne? Überraschung soll Überraschung bleiben. Was ist hier für eine Rolex drin? Hier ist meiner Meinung nach der All-Time-Klassiker drin. Die wahrscheinlich bekannteste Uhr der Welt. Und zwar, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann. Und zwar hier, wir werden es nachher nochmal filmen dann. Rolex Submariner, Date, schwarze Lünette, schwarzes Ziffernblatt, absoluter Klassiker. Ich habe diese Uhr in grün, also quasi als Hulk, weil ich ja eher so der flippige Kollege bin. Aber das ist eine wunderschöne Uhr, perfekt. Ich habe es mir nochmal angeschaut, keine Kratzer. Das ist Time for Watches in Koblenz, besten Dank. Der Herr Müller hat sich da sensationell drum gekümmert, hat mir einen hervorragenden Preis gemacht für die Uhr, hatte sie so in der Form nicht vorrätig, hat nochmal rumtelefoniert, also an der Stelle herzlichen Dank, riesengroßes Kompliment auch für die Arbeit, für den Kundenservice und das als kurzes Vorgeplänkel, aber es wird jetzt heute kein Uhren-Podcast. Ich werde, weil ich jetzt gefragt wurde, in naher Zukunft mal meine komplette Uhrensammlung zeigen, weil das glaube ich ganz interessant ist für die meisten und ich bin ziemlicher Uhrenfan. Ich habe jetzt nicht so die kranken Uhren, ich bin eher so der Klassiker quasi, aber genau. Jo, das ist so viel dazu und jetzt würde ich sagen, starten wir mit den Fragen, oder? Genau, ich packe das hier nur kurz weg noch und dann kann es losgehen. Wunderbar. Ja, von meiner Seite schon mal herzlichen Glückwunsch an den glücklichen Empfänger. Ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass die Person sich extrem darüber freuen wird, ganz ehrlich. Das hoffe ich doch. Ja, alright. Starten wir mit einer lustigen Frage oder eher mit was Ernstem? Ja, ich weiß ja, dass du heute sehr kritische Fragen mitgebracht hast. Das sind Fragen, die uns teilweise über Instagram gestellt wurden, die wir jetzt gesammelt haben. Ich habe letzte Woche so einen Aufruf gemacht im Sinne von, haut mal alle eure Fragen raus, wir wollen da ein großes Q&A im Podcast dazu machen. Ich habe auch bewusst gesagt, stellt kritische Fragen, alle Einwände, die ihr habt, gegen das Thema Closing, gegen das Thema Selbstständigkeit, Online-Business, Online-Marketing, bla, alles raus. Ich will, dass wir heute wirklich im Detail alle krassen Fragen durchballern. Du, Lea, übernimmst bitte wirklich die Position eines kritischen Nachfragers oder einer kritischen Nachfragerin. Na, selbstverständlich. Genau, also das ist jetzt hier kein Scheiß, sondern ich will wirklich ernsthaft mal diese Fragen ein für alle Mal beantworten. Und wenn ihr jemanden in eurem Freundes- oder Bekanntenkreis habt, die haben sicher ähnliche Fragen, Einwände etc., schickt denen diesen Podcast, dann sollen die sich das angucken, weil ich äußere mich jetzt einmal zu diesen ganzen Themen. Meine Meinung dazu hat sich in den letzten 6 Jahren nicht geändert, wird sich auch in den nächsten 6 Jahren nicht ändern. Das heißt, dieser Podcast hier ist allgemeingültig und deswegen, let's go. Ja, vielen, vielen Dank erst einmal für die rege Beteiligung im Übrigen. Ich habe ja echt einen Haufen Fragen. Wir haben jetzt nicht alle leider aufnehmen können, oder so wie ich das verstanden habe. Nee. Aber mal die wichtigsten. Wir haben auch ein paar zusammengefasst, wenn es einfach in eine ähnliche Richtung ging. Ja. Ja, und ich würde sagen, wir arbeiten das einfach mal chronologisch durch. Das ist tatsächlich eine Frage, die ich sehr, sehr häufig auch unter Videos etc. pp. Lese und auch in unseren oder in deinen DMs immer mal wieder aufkommt. Es wird immer wieder gefragt, wenn es doch bei dir so gut läuft, beruflich gesehen, wenn du so erfolgreich bist, warum hast du denn dann nicht mehr Follower auf YouTube, Instagram, TikTok und so weiter? Naja, weil ich kein Influencer bin. Ich bin auch kein Promi oder so. Und mein Ziel ist es ja nicht, 1 Million Follower zu haben, sondern 1 Million Euro. Und es ist ein maximaler Irrglaube, dass man mehr Geld verdient, je mehr Follower man hat. Das stimmt ja überhaupt nicht.
Denn die Qualität der Leute, die mir folgen, ist ja um ein Vielfaches höher als die Qualität jetzt von jemandem, der, was weiß ich, jetzt nichts für ungut, aber der Comedy macht. Weil schau mal, wenn du jetzt dir irgendwo ein Comedy-Ticket kaufst für irgendeine Show, was kostet so ein Ticket? Das kommt auf den Künstler drauf an. Das kriegst du für 30 Euro, kannst du aber auch für 140 Euro bekommen, würde ich sagen. Also irgendwas zwischen 30 und 140 Euro. So, wenn du mein Kunde wirst, dann hast du ja einen viel höheren Kundenwert für mich. Nicht nur, weil du jetzt die Ausbildung bei mir bezahlst, die zwischen 3.000 und 4.000 Euro kostet, sondern auf der anderen Seite auch, weil wenn wir dich hintenrum vermitteln an Partnerfirmen von uns, dann kriegen wir ja nochmal teilweise eine fünfstellige Summe obendrauf. Das heißt, ich brauche nicht 1 Million Follower, um Kundenergebnisse und Cash zu produzieren. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der noch sehr, sehr wichtig ist, unser Thema ist super nischig. Ja, es gibt nicht so viele Leute, die sich dafür interessieren, was aus ihrem Leben zu machen. Du bist einer der wenigen davon, also dafür schon mal herzlichen Glückwunsch. Mhm. Für das Thema Comedy, Sport, Musik, bla bla bla, das sind ja Mainstream-Themen. Jetzt so ein Musiker oder irgendein Rapper oder keine Ahnung, wenn die ein paar Millionen Follower haben, das ist ja kein Nischenthema, sondern das ist ja allgemein Mainstream einfach. Das bedeutet, je nischiger das Thema, desto weniger Follower gibt es generell in dieser Bubble. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist aber auch, je wertvoller wird auch ein Follower quasi. Und ich mache ja Social Media nicht für die persönliche Beweihräucherung oder so, sondern erstens, ich gewinne darüber Kunden. Zweitens, ich möchte Aufklärungsarbeit leisten. Also ich sehe mich auch ein bisschen als eine Art Journalist, also reicher Journalist. Also ja, irgendjemand muss die Reichen ja auch vertreten. Und so weiter und so fort. Aber ich sehe mich jetzt nicht als Influencer. Ja, du wirst auch von mir niemals irgendwie hören, oh, kauf dieses Produkt oder kauf das, weil ich kein Influencer bin. Bei mir gibt es auch keine Rabattcodes oder irgend so einen Scheiß, sondern ich zeige hier, hey, wir haben eine Ausbildung, die Leute dabei unterstützen kann, XYZ zu erreichen. Die kann man aber nicht einfach kaufen. Dafür muss man sich bewerben, qualifizieren. Dann sagen wir, hast du ein Ergebnis, wenn du es machst, ja oder nein. Und dann kannst du dich entscheiden, ob du da Bock drauf hast oder nicht. So. Jo, und das ist der Grund, warum ich nicht so viele, aber abgesehen davon, YouTube haben wir 3000 Abonnenten. Mhm. Seit neuestem, das ist aber wirklich in den letzten paar Wochen extrem nochmal angewachsen. Stimmt. Sagen wir mal YouTube 3000 Abonnenten, dann nehmen wir mal Instagram 18.000 Abonnenten oder Follower. Auch mittlerweile, glaube ich, fast 19.000, aber ja, die 18 ist noch davor. Okay, dann nehmen wir mal 18. Und dann TikTok, glaube ich, irgendwie, da machen wir gar nichts mehr, fast TikTok so 8.000 ja. oder so. Dann hast du, sagen wir mal, 26.000, sagen wir mal, fast 30.000 Leute folgen mir. 30.000 Leute? Also ganz ehrlich, ich finde das krass viel. Ich wusste nicht, dass ich so relevant bin. Ist das viel für so ein nischiges Thema? Weil es gibt ja auch wirklich... Keine Ahnung, Mann. Du hast das Wort jetzt schon in den Raum geworfen, Influencer mit ein paar hunderttausend Followern ja, zum Beispiel. Ja, schon. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, wenn ich mir jetzt mal 30.000 Menschen vorstelle, das ist ja ein Fußballstadion. Korrekt. Das sind ja Leute, die tagtäglich mit mir zu tun haben, sei es, weil sie ein Reel, ein Video, ein Podcast von mir hören. Ich finde das voll absurd. Ich bin jetzt auch, als ich letztens in Frankfurt war beim Bucherer, um logischerweise wieder eine Uhr zu kaufen, das war jetzt vor 2 Wochen, hat mich der Security-Mann vom Bucherer angesprochen und hat gesagt, hey, du bist doch der Konstantin, ich kenne dich, Mann. Mhm. Dann haben wir uns kurz unterhalten, geiler Typ. Also wenn du den Podcast hier guckst, Shoutout, Mann, hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen. Auch sehr höflicher junger Mann. Also ich werde auch oft oder öfter erkannt mittlerweile. Ich habe es mir gerade gedacht, ja, im Fitnessstudio habe ich auch neulich mitbekommen, dass dir das auch passiert. Da war ich irgendwie gerade zu Gange, meine Karte zu fixen, weil ich mir nach wie vor nichts zu trinken holen kann in meinem Fitnessstudio. What the fuck? Ganz kurz am Rande. Und in Hamburg, ne? Da hatte ich auch jemanden erkannt. Ja, wir wohnen jetzt hier seit 2-3 Wochen. Ich werde hier auch erkannt. Also das ist schon krass. Und ich war, wie oft waren wir davor in Hamburg in unserem Leben? 3-mal? Ja, also, in den letzten Jahren, ja. Ja, so. Also das heißt, ich werde erkannt und das ist schon krass für mich, dass ich nicht mehr einfach so unterm Radar bin, wie ich es letztes Jahr zum Beispiel noch war. Mhm. Ich meine, war eine aktive Entscheidung, weil ich weiß, dass wir hier Gas geben müssen, dass was vorwärts geht, dass man den Leuten auch näher bringt, was man so alles schaffen kann im Leben. Aber ja, ich finde es schon krass. Hast du ein Ziel an Followern oder ist das völlig irrelevant? Nein, ist mir scheißegal. Okay. Ja, krass. Also so denke ich nicht. Was wäre denn so das Nonplusultra, was du auf Social Media erreichen kannst? Also wirklich, gar kein. Ich weiß, der einzige Grund, warum ich weiß, wie viele Follower ich habe, ist, weil ich vorgestern mit unserem Social Media Manager gesprochen habe. Der hat zu mir gesagt, der Konstantin, es explodiert ja alles. Wir haben das und das und das. Mhm. Irgendwie 300-400% Steigung im Vergleich zum letzten Monat. Bla, aber ich gucke mir das nicht an. Warum machst du denn überhaupt Social Media? Kannst du ja auch einfach sein lassen in dem Fall. Weil ich Debattierer bin. Es gibt Dinge, die mich stören und die muss ich nach draußen adressieren und klarstellen. Es stört mich, dass Menschen
weniger als 10.000 Euro im Monat verdienen, obwohl es voll einfach ist, 10k im Monat zu verdienen. Das fuckt mich ab, das regt mich richtig auf. Und deswegen mache ich Social Media. Mhm. Weil, ja, kann ich als deine Frau bestätigen, dass du definitiv, wenn du eine Meinung hast, dir das wichtig ist, dass dir auch kundgetan wird. Korrekt. Weil, ganz ehrlich, um jetzt, was weiß ich, 100.000 Euro im Monat zu verdienen, so um als, also für mich als Standard, da brauche ich kein Social Media machen. Also ist es wirklich so eine persönliche Mission für dich? Ausschließlich. Einzig und allein, ich bin noch nicht blöd und gebe mir den Stress, mich unter irgendwelchen Kommentaren ständig beleidigen zu lassen, weil mir da einer abgeht. Ich mache das, weil ich weiß, dass die Mission an sich wichtig ist. Aber ich verdiene da über Social Media, das ist ein Bruchteil von dem, was wir in Geld verdienen. Mhm. Also ganz ehrlich, wenn ich das weglassen würde und wir würden uns auf was anderes konzentrieren, was nichts mit Öffentlichkeit zu tun hat, würden wir genauso viel Geld verdienen, wahrscheinlich sogar mehr. Also ich mache Social Media nur, weil ich ein sehr meinungsstarker Mensch bin, weil ich ein Gerechtigkeitsempfinden habe und der Meinung bin, man muss Sachen, die nicht so laufen, wie ich der Meinung bin, dass sie laufen sollten, es ist meine Pflicht, die zu adressieren, weil das macht sonst niemand. Wenn ich mich damit ins Fadenkreuz stelle von irgendwelchen Hatern, dann ist das halt einfach das Abfallprodukt davon und ist für mich völlig in Ordnung. Würdest du sagen, dass du ein Idealist bist? Ja, 100%. 110% sogar. Was ist das Ideal, das du verfolgst mit deinem Social-Media-Auftritt? Gerechtigkeit. Das Ding ist, die Leute sind ungebildet as fuck, was Finanzen angeht. Die Leute wissen, allein die Tatsache, dass wenn ich sage, du kannst im Monat 10.000 Euro verdienen, dass 80% der Leute sagen, ja, nee, das geht nicht. Wo ich mir denke, bist du behindert? Hä? Mhm. Wie ungebildet kann man sein? Das Ding ist, ich unterstelle das, also mir tun die Leute leid, die so denken, weil die in den letzten 10, 20, 30 Jahren oder wie lange auch immer sie leben, in dem Glauben gelassen wurden, wie Platos Höhlengleichnis. Wer das by the way nicht kennt, guckt mal auf Wikipedia, Platos Höhlengleichnis. Absolut sensationelles philosophisches Konstrukt. Das genau das beschreibt, was ich meine. Ich bin der Typ, der den Leuten den Weg nach draußen zeigt, dass es auch eine richtige Welt gibt, außerhalb ihrer Schattenwelt. Weil ich das beste Beispiel bin, plus meine Kunden oder Kundinnen, die sich ein finanziell selbstbestimmtes Leben aufgebaut haben durch das, was wir hier machen. Mir ist es wichtig, das zu zeigen, dass das geht. Weil wenn dann jemand immer noch keinen Bock drauf hat, cool, perfekt. Aber du weißt wenigstens, dass es das gibt. Bringt mich perfekt zu unserem nächsten Thema, was auch immer wieder angesprochen wird. Es gibt ja unendlich viele Videos auf YouTube oder auch auf sonstigen Plattformen. Man kann das auch mal googeln. Lange Rede, kurzer Sinn. Es gibt unheimlich viel Content dazu, dass Closing Abzocke ist und eh nicht funktioniert. Mhm. Was sagst denn du dazu? Solche Videos auch? Können wir das piepen, was ich jetzt gleich sage? Bestimmt. Gut. Das Ding ist, das ist einfach eine Meinung, die jemand kundtut. Und Meinungen sind wie Arschlöcher. Jeder hat eins, aber keiner interessiert sich für deins. Worauf will ich damit raus? Es ist doch völlig legitim, wenn jemand anderer Meinung ist. Es ist für mich völlig in Ordnung und ich bin auch froh, dass es so ist, weil ansonsten würden wir ja in einem kommunistischen Einheitsbrei leben. Mhm. Die Argumentation, warum Closing angeblich Abzocke ist, nichts funktioniert, bla. Die Argumentation ist aber extrem lückenhaft. Weil was passiert, wie läuft die Argumentation ab? Die Argumentation läuft so ab, ja, da gibt es jemanden, der verkauft irgendein Coaching, wo der dir erklärt, wie man verkaufen kann, ohne dass er irgendwelche Resultate vorzuweisen hat und am Ende finden die Leute keinen Job. Deswegen ist es Abzocke. Das ist ja die Argumentation. Mhm. So, das bezieht sich aber nur auf einzelne wenige Anbieter am Markt, wo man, wenn man ein bisschen genauer hinsieht, sofort erkennt, dass da nichts dahinter ist. Das hat aber nichts mit Closing an sich zu tun, sondern das ist einfach nur spezifisch auf die jeweiligen Anbieter runterzubrechen, die schlicht und ergreifend inkompetent sind. Punkt. Mhm. Das kannst du aber losgelöst vom Closing über jedes einzelne Angebot da draußen in unserem Kapitalismus sagen. Es gibt auch Leute, die produzieren schlechte Haferflocken. Es gibt auch Firmen, die produzieren Schokoriegel, die nach Karton schmecken. Ja, ist richtig. Also es gibt auch Firmen, die produzieren Limonade. Da frage ich mich, ist das Pisse oder ist das Limonade? Ich weiß es nicht. Aber nee, kann nicht sein. Mhm. Also, so, ich will das nur zu Ende führen. Das bedeutet, diese Kritik bezieht sich lediglich auf Anbieter, die nichts vorzuweisen haben. Wenn ich mir jetzt unsere Ausbildung angucke, ich habe selber mehrere Millionen eigenhändig geclosed, heißt, ich weiß, es funktioniert. Die Kundinnen und Kunden, die ich geclosed habe, hatten ein sensationelles Ergebnis, haben uns weiterempfohlen, haben in meiner alten Firma zum Beispiel teilweise geheiratet und Familie gegründet. Da war ich im Datingmarkt, wo ich mir denke, wie viele Familien hast du denn zusammengebracht, wenn du so ein dämliches Video machst? Wie viele Leute, die Lea in unserer alten Firma betreut hat, auf den Dates und so weiter, ihnen erklärt hat, was sie machen können, babababababa. Zeigt mir andere, die das geschafft haben. So, das ist alles Resultat vom Closing. So, aufgrund der Tatsache, dass ich seit über 6 Jahren diesen Job hier mache, habe ich extrem großes Netzwerk von Firmen, die Vertriebspersonal suchen.
So, das heißt, du kannst mir auch nicht vorwerfen, dass ich am Ende keine Vermittlung habe. Ich habe sogar einen eigenen Closer-Vermittler, mit dem ich zusammenarbeite. So, dementsprechend denke ich mir, ja, wenn das deine Meinung ist und du das sagst, dann halte ich das, dann akzeptiere ich das, aber ich finde es extrem unqualifiziert. Wie glaubst du, kommen dennoch immer mal wieder so frustrierte Aussagen auch einfach zustande, dass es nicht funktioniert? Du hast es jetzt gerade gesagt, weil die Leute frustriert sind. Mhm. Weil sie keinen, und ich werfe das den Leuten gar nicht vor, sie haben keinen roten Faden, wie sie Ergebnis Y produzieren. Und dann scheitern sie die ganze Zeit, fliegen auf die Fresse, buchen irgendeinen Scheiß, der ihnen nichts bringt, das ist mir ja auch passiert. Mhm. Dann fliegen sie 2-3 Mal auf die Nase, heulen rum, sagen, das geht nicht, Coaching ist scheiße. Und hören auf und leben ihr langweiliges Dacia-Leben weiter. Heißt, du sagst im Endeffekt, es ist einfacher in so einer Situation, wenn man es einfach nicht gebacken kriegt, dann auf andere zu zeigen mit dem Finger. Definitiv. Und zu sagen, naja, das funktioniert halt einfach nicht. Es liegt nicht an mir, sondern es liegt an dem Konstrukt per se. Richtig. Was würdest du so jemandem raten? Mach dir bewusst, dass eine Eigenschaft, die alle erfolgreichen Menschen, egal ob männlich, weiblich, divers, gelb, grün, schwarz, welche Hautfarbe auch immer, alle erfolgreichen Menschen haben eine Charaktereigenschaft gemeinsam, und zwar übernehmen sie zu 100% Verantwortung für ihre eigene Situation. Punkt. Ob die gut ist, ob die schlecht ist, was auch immer. Erfolgreiche Menschen sagen nie, diese Situation oder dieser Umstand ist schuld, dass ich jetzt in dieser Situation bin. Egal was es ist. Ich kenne sogar jemanden, der hat einen Autounfall, an dem er nicht schuld war, und der hat die Schuld trotzdem auf sich genommen. Weil er gesagt hat, naja, blöd gesagt, ich hätte auch einen Hubschrauber besitzen können, dafür bin ich aber noch nicht rich genug, deswegen bin ich in diesen Verkehrsunfall geraten. Ganz ehrlich, da hat der Mann einen Punkt. Ist eine drastische Meinung, aber im Zweifel kann man so argumentieren, ja. Ja, richtig. Und darum geht es mir. Und alle, die in ihrem Leben nicht vorwärts kommen, machen immer externe Umstände, andere Menschen, die Hebamme oder was weiß ich wen, schuld daran, dass man selber ein Versager ist. Und das ist der Punkt. Wenn jetzt große Anbieter, ja, es gibt ja Platzhirschen auch in der Marketingwelt, die sagen, Closing bringt nichts oder beziehungsweise Closer-Ausbildungen bringen nichts, weil sie die Leute selber lieber ausbilden, dann ist das ja eine faire Argumentation. Von denen rede ich auch nicht, sondern ich rede von irgendwelchen Clowns, die selber in ihrem Leben nichts geschissen bekommen und dann anfangen, mit dem Finger auf andere zu zeigen. Mhm. Das ist halt albern. Es ist natürlich auch erstmal eine schmerzhafte Erkenntnis, wenn man sich eingestehen muss, dass es halt einfach nicht an den anderen liegt, sondern... Ja, aber wer sagt, dass das Leben sich immer gut anfühlen muss? Ja, stimmt. Glaubst du, dass es auch wirklich Situationen oder Menschen gibt, zu denen Closing nicht passt? Ja, definitiv. Ich würde auch mal sagen, 80% der Gesellschaft ist nicht in der Lage, erfolgreich zu werden, weil sie einfach gar nicht den Biss mitbringen, den man braucht, um durchzugehen. Weil Erfolg zeichnet sich ja dadurch aus, dass nicht das Erste, was du machst, wahrscheinlich erfolgreich wird, sondern erst die dritte, vierte oder der dritte, vierte, fünfte Anlauf ist meistens der dann irgendwann funktioniert. Soweit kommen die meisten aber nicht, weil die sagen, ich habe jetzt 2 Sachen ausprobiert, ging nicht, okay. Mhm. Aber wer sagt denn, dass Erfolg bedeutet, dass sofort die erste Sache klappt? So denken ja nur Leute, die keinen Erfolg haben. Leute wie ich, die erfolgreich sind, oder meine Kunden oder Kundinnen, die erfolgreich sind, die sogar, ich glaube, der Thomas hat es sogar, der hat jetzt 1 Million Euro geclosed in 3,5 Monaten nach der Ausbildung. Kommt online das Video bald. Mhm. Und er hat gesagt, jo, die Stelle, in der er jetzt ist als Closer, wo er in 3,5 Monaten über 1 Million geclosed hat und ich glaube fast 14.000 Euro netto im Monat verdient, er hat gesagt, das war meine dritte Stelle. Heißt, der ist auch 2-mal auf die Nase gefallen, oder? Nee, nicht auf die Nase gefallen, aber das waren halt 2-mal Stellen, wo er ganz gut verdient hat, aber halt nicht hoch 5-stellig. Mhm. Und ja, das ist halt, es ist halt so. Okay. Als ob man sollte ja auch nicht den ersten Menschen heiraten, den man geküsst hat. Also ich meine, kannst du schon machen, aber woher weißt du dann, ob es nicht irgendjemanden gibt, der besser zu dir passt, wenn du dich noch nie ausprobiert hast? Mhm. Also, das ist doch logisch. Glaubst du, dass Closing der einzige Weg ist, um Erfolg zu haben im Leben? Nö, es ist ein Weg. Mhm. Es ist mein Weg. Mhm. Es gibt auch viele andere Wege, wie man erfolgreich wird. Klar, das Ding mit Closing ist ja im Endeffekt nur ein Anglizismus für einen Abschluss machen, also was verkaufen. Und verkaufen musst du immer. Mhm. Egal, ob du eine Software hast, egal, ob du dich selber vor deinen Eltern verkaufen musst, warum du keinen Bock hast, zum Finanzamt und zum Arbeiten zu gehen oder warum du nicht Feuerwehrfrau werden willst oder Feuerwehrmann, bla bla bla, du musst immer verkaufen. Und deswegen ist Closing das Wichtigste, was es gibt, meiner Meinung nach. Finde ich sehr spannend, dass du das jetzt sagst, weil das auch was ist, was ich oft von unseren Kunden speziell höre. Es ist keine kritische Frage, ich hoffe, das ist okay, wenn ich es trotzdem einbringe. Dass sie durch die Closer-Ausbildung auch im Leben ganz generell einfach ein komplett anderes Standing erlangt haben, ja, weil sie einen anderen Blickwinkel auf verschiedenste Situationen, sei es familiär oder auch einfach im beruflichen Kontext mit Kollegen oder im Freundeskreis,
ja, die Liste ist endlos lang, einfach ein anderes Standing erlangt haben und in der Lage sind, sich anders durchzusetzen und zu bekommen, was sie wollen. Absolut. Ja, weil Closing genau das aus dir macht. Das macht aus dir einen durchsetzungsstärkeren, charakterstärkeren Menschen, der sich im Leben die Dinge holt, die er oder sie möchte. Mhm. Oder die er denkt, dass ihm oder ihr zustehen. Wenn du nicht closen kannst, wirst du in deinem Leben nichts schaffen. Meiner Meinung nach. Wie gesagt, viele Wege führen nach Rom. Das Einzige, was ich sagen kann, ich kenne sehr, sehr viele erfolgreiche Menschen und die sind alle sehr, sehr gut im Closing. Mhm. Genau. Alright. Wenn jetzt jemand die Ausbildung bei uns macht, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dann direkt als Closer einzusteigen? Es gibt ja auch noch ein paar Stufen vorher in der Karriereleiter. Kommt ganz auf die eigene Kompetenz an. Wenn dich eine Firma vor einen Kunden setzen kann und weiß, wenn du mit dem Kunden sprichst, wirst du Umsatz machen. Dann kannst du gar nicht so schnell schauen, dass du eine Stelle als Closer bekommst. Wenn du unsicher bist, wenn du rumstotterst, wenn du dich schlecht kleidest, wenn du einfach nicht kompetent wirkst und nicht kompetent bist, dann wirst du erstmal logischerweise eine Karriereleiter weiter unten anfangen und musst dich halt hochentwickeln. Geht aber auch, oder? Ja, selbstverständlich. Und das ist ja auch nicht schlimm. Mhm. Also ich habe auch im Setting angefangen. Und ein Irrglaube ist halt, dass man sofort instant gut closen kann. Naja, jeder gute Closer kann auch gut qualifizieren. Also kann auch gut setten. Wenn ich weiß, was das ist, dann googelt das. Oder kommt in meine Ausbildung, dann lernt ihr es. Aber es ist ein Irrglaube, dass Closing und Setting so, dass das so losgelöst voneinander ist. Vielen Dank. Wenn du nicht setten kannst, kannst du nicht closen. Mhm. Punkt. Und wenn du nicht closen kannst, weil du keine Abschlüsse machst, dann kannst du auch nicht qualifizieren. Und dann solltest du da nacharbeiten, schlicht und ergreifend. Ja, und das ist der Punkt. Deswegen, ja, kannst du sofort als Closer einsteigen. Ja, logisch, weil wir haben super viele Leute, die das machen. Aber die sind halt kompetent. Sprich, die kannst du da hinsetzen. Die haben die Ausbildung auch mit Bravour absolviert. Die kannst du auf die Stelle des Closers setzen und du weißt, die machen einen Sale. Gibt es vielleicht sogar einen Vorteil davon, erst im Setting anzufangen? Oder ist das völlig zahlreiche wurscht? Alleine, wenn du als Setter anfängst, hast du ein 15-Minuten-Gespräch, in dem du nur die Qualifizierung machst. Da kannst du pro Stunde 4 solche Gespräche machen. Das heißt, du hast eine viel höhere Schlagzahl an Erfahrung, die du sammeln kannst, als wenn du jetzt als Closer pro Gespräch 60 bis 90 Minuten brauchst. Da dauert die Erfahrung viel länger. Mhm. Ich empfehle jedem, der jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, schnell hektisch über Nacht reich werden will, was eh die wenigsten wollen, als Setter zu starten, weil man dann hinten raus ein exponentielles Wachstum an Provisionen als Closer hat tatsächlich. Weil, das heißt, ja. Weil man die Zielgruppe einfach perfekt kennengelernt hat, weil man so viele Gespräche geführt hat. Das heißt, es lohnt sich tatsächlich auch monetär gesehen erstmal ein bisschen auf Gehalt zu verzichten oder auf Provisionen zu verzichten, die ja im ersten Moment schon verlockend ist, diese ganze Closer-Provision. Ja, nö, warte kurz. Wichtiger Punkt, weil das ein Denkfehler ist. Man denkt, man würde auf Provision verzichten. Das stimmt aber nicht. Weil wenn du nicht closen kannst, kriegst du eh keine Provision. Ist richtig, ja. Deswegen lerne erstmal die Basics in der Praxis, um dann hinten raus richtig fett viel Provision zu verdienen, die dir aber entgehen würde, weil du nicht qualifizieren kannst. Mhm. Genau, das ist der Punkt. Ist ja auch von Vorteil, habe ich jetzt auch einfach schon an vielen Stellen mitbekommen, den gesamten Prozess zu kennen, ne? Auch innerhalb von einem Unternehmen. Wenn man nicht nur die eine Stelle kennt, sondern weiß, okay, ich bin jetzt praktisch als Closer das letzte Glied in der Kette, in der Verkaufskette. Ja. Es ist aber auch super hilfreich zu wissen, wie eigentlich die ganzen Glieder vor mir arbeiten und was da passiert, was die Kunden schon gehört haben bis dahin, wie die bei mir ankommen, oder? Also stelle ich mir sehr hilfreich vor als Closer. Absolut. Das ist aber ja auch hier wieder in jedem Lebensbereich so. Je gebildeter du bist, du musst nicht alles perfekt können. Aber wenn du überall so 60%, 70%, 80% von der Materie verstehst, dann bist du global betrachtet viel kompetenter und wirst auch viel schneller, viel reicher, als wenn du so ein Fachidiot bist, der nur einen einzigen Hammerschlag kann. Finde ich zumindest. Macht vollkommen Sinn, ja. Ich würde zur nächsten Frage gerne kommen. Gerne. Auch eine sehr kritische Frage, die ich aber auch sehr, sehr, sehr oft unter vielen, vielen Videos und auch Reels lese. Es wird ja immer wieder behauptet, dass Closing eine Art Schneeballsystem ist. Wie kommt es zu dieser Behauptung, die ich ehrlich gesagt nicht ganz nachvollziehen kann? Und was sagst du dazu? Also, ich oute mich jetzt mal an der Stelle. Ich habe jetzt nicht aus der Hüfte geschossen eine Definition für Schneeballsystem parat. Mhm. Soll ich googeln? Nee. Also mal wirklich als Definition? Nee, weil so wichtig ist jetzt auch nicht. Also ich erkläre es jetzt einfach mal ganz simpel. Was machst du als Closer? Du verkaufst eine Dienstleistung. Punkt.
eine Dienstleistung zu verkaufen, kann ja an sich gar kein Schneeballsystem sein. Weil ein Schneeballsystem an sich ja bedeutet, dass man immer nur gegenseitig Dinge hin und her schiebt, die keinen realen Wert haben und eigentlich überhaupt nicht existieren. Meines Verständnisses nach zumindest. Bei einer Dienstleistung ist es ja nicht so. Weil wenn ich jetzt angenommen, ich verkaufe eine Marketingdienstleistung, ja, eine Werbeagentur, die für mich eine Webseite baut, Werbung schaltet, bla, dann ist es ein einmaliger Service und das war's. Was hat das mit einem Schneeballsystem zu tun? Du sagst ja auch nicht zu einem Hausmeister, den du für deine Immobilie engagierst, dass er ein Schneeballsystem hat. Mhm. Nein, du buchst die Dienstleistung des Hausmeisters, er kommt, was weiß ich, wechselt eine Glühbirne aus und geht wieder. Was hat das mit Schneeballsystem zu tun? Schneeballsystem für mich ist, wenn kein realer Gegenwert für ein Produkt existiert. Mhm. Und eine Dienstleistung an sich hat immer einen Gegenwert in Form von Arbeitskraft. Also verstehe ich den Gedanken nicht. Und ich bin jetzt auch mal ganz ehrlich, jeder, der so denkt, ist in meinen Augen dumm. Mhm. Punkt. Weil du bist buchstäblich ein paar Klicks davon entfernt zu googeln, was ist die Definition von einem Schneeballsystem. Ich habe nicht gegoogelt, weil es mich schlicht und ergreifend nicht interessiert, weil wir einen Wertaustausch haben. Und dann kannst du dich ja mal ganz logisch fragen, okay, was macht ein Closer? Ah, der verkauft eine Dienstleistung. Spannend. Also. Ich glaube auch, dass viele Leute sich da einfach nicht korrekt informieren, wenn solche Behauptungen zustande kommen, dass dann viele Begriffe in einen Topf geworfen werden. Ja, genau. Und irgendwie als Synonym verwendet werden. Aber das ist so ein bisschen wie wenn man über Obst spricht und behauptet, ja, ein Apfel ist eigentlich das gleiche wie eine Birne und eine Kirsche, genau. Ach, scheiß drauf, ist auch süß und wächst irgendwie am Baum. So. Ja, genau. Also so kommt es mir manchmal vor, dass gehört wird, irgendwie online Geld verdienen, was ja faktisch so passiert als Closer. Du kannst von zu Hause arbeiten. Ja. Dein Job findet erstmal online mit einem Telefon oder einem Laptop statt. Und ab dem Moment hören die Leute auf, irgendwie nachzudenken und hören auf zu differenzieren. Ja. Fangen an, das alles in einen Topf zu schmeißen, haben vielleicht irgendwo mal gelesen, dass irgendeine Art von digitalem Vertrieb Schneeballsystem ist. Und schmeißen das dann komplett in einem Topf, rühren einmal um und dann ist plötzlich alles ein Schneeballsystem. Also das den Eindruck habe ich oft, ja. Dass da einfach nicht null differenziert wird. Ja eben, deswegen sind die Leute ja nicht erfolgreich. Weil intelligente Leute prüfen erstmal eine Sache auf Herz und Nieren, sammeln viele Informationen und werten dann aus. Und dumme Leute sagen einfach, ja, alle Nonnen sind Lesben. Ja, so ein bisschen kommt es mir vor, in ja. In die Richtung geht es ja. Übrigens ein Zitat aus Wolf of Wall Street, ja, also für alle, die den Film geguckt haben. Ein witziger Film, aber nein, Sales ist nicht in echt so, okay? Easy, Tiguan. Also, das ist irgendwie, ich kann damit nichts anfangen, ich kann da auch nicht wirklich was drauf sagen, weil ich mir denke, so, es gibt irgendwann so einen Punkt, an dem ich nicht mehr bereit bin zu argumentieren. Und sobald jemand sagt, Pyramidensystem oder das irgendwie versucht, in eine kriminelle Ecke zu stellen, ab da bin ich raus. Weil da disqualifiziert sich die Person in meinen Augen selber. Es entbehrt halt irgendwie jegliche Grundlage. Also ja. Das ist genauso, wie wenn ich jetzt rausgehe und sage, weiß ich nicht, zu meinem Nagelstudio gehe und sage, ihr seid doch Geldwäscher. Ja, genau. Also in so eine Richtung geht es. What the fuck? Und da bin ich so ganz ehrlich, dann lass gut sein. Ja, also es hat keine Diskussionsgrundlage im Endeffekt. Zumindest sehe ich das, keine. Nein, weil ich finde das einfach eine Unterstellung, die auch juristische Konsequenzen haben könnte. Voll. Also wenn ich dagegen vorgehen würde, was ich nicht tue, weil mir dafür die Leute zu wurscht sind, die so dumm sind. Aber weil das ist keine, wenn jetzt jemand sagt, hey Konstantin, warum kosten Coaching 5.000 Euro, irgendeins. Okay, ja, ist eine berechtigte Frage, absolut. Kann man ja erklären. Aber wenn jetzt jemand sagt so, du bist ein Scammer, mich so, ja, whatever. Lass gut sein. Ja, verstehe ich. Und alright. Der Joke ist, das kommt meistens auch von Leuten, die selber extrem unzufrieden in ihrem eigenen Leben sind und die selber andere Leute bescheißen, weil nur deswegen kommen sie auf die Idee, dass sie beschissen werden könnten. Ich habe noch nie in meinem Leben, obwohl ich schon mal abgezogen wurde, über irgendjemanden gesagt, dass er ein Scammer ist. Auf die Idee würde ich gar nicht kommen, weil ich mir denke, du wirst doch viel reicher, wenn du einen geilen Job machst, als wenn du Leute bescheißt. Ja, und vor allem, wenn du der Meinung bist, jemand ist ein Scammer, dann folgt dem halt einfach nicht. Also ja, richtig. Dann, keine Ahnung. What the fuck? Also ich bin bei sowas raus, lass uns bitte weitermachen, ja. Weil das ist irgendwie, ich will jetzt nicht da eure Zeit verschwenden, ehrlich gesagt. Gibt es ein Smartphone, das fürs Closing das Beste oder am besten geeignet ist? Nö. Was nutzt denn du? Ich habe ein iPhone. Was würdest du empfehlen? Also gibt es irgendwelche Funktionen, irgendwelche Basics, die es können muss? Solange muss es nur wählen können, oder? Es muss telefonieren können, wie das grundeigenste Ding von einem Handy halt. Und wenn du WhatsApp hast, auch geil. Punkt. Also
Ganz ehrlich, das ist wie die Leute, die sich für 300 Euro Klamotten fürs Fitnessstudio kaufen und dann nicht hingehen oder die Übungen falsch machen oder bababa. So, ganz ehrlich, solange du ein Handy hast, kannst du callen. Ich habe die ersten 300 oder 400.000 Euro auf so einem alten Siemens-Handy geclosed und wir hatten damals nicht mal einen vernünftigen Laptop. Das war so ein ausgemusterter Sparkassen-Laptop, den wir geschenkt bekommen haben. Da habe ich über 300.000 Euro geclosed. Von wem habt ihr den bekommen? Wusste ich gar nicht, dass der aus der Sparkasse war. Nee, ist so Kategorie vom LKW gefallen damals. Ja, aber weißt du, ich denke mir auch so, Alter, ich würde auf einer Badehose auf einem Roller in Tansania mehr Umsatz closen aus einer Telefonzelle raus, als irgendwelche Leute, die hier in ihrem 20 Quadratmeter Office mit einem dicken MacBook sitzen und sich vor Cold Calls in die Hose scheißen. Also es geht nicht um das Gadget selber, sondern es geht um den Skill, um die Person, die dahinter steckt. Und daran würde ich an eurer Stelle arbeiten, bevor du dir jetzt ein teures iPhone kaufst. Ich habe das halt, weil ich rich bin. Mir ist das halt wurscht. Aber du hast es ja wahrscheinlich auch nicht, weil man damit besonders gut closen Nein. kann, sondern weil du es halt, ist halt ein Handy. Gut findest. Ja. Fertig. Alright. Jetzt hat uns jemand gefragt, das finde ich tatsächlich eine sehr spezielle, aber durchaus berechtigte Frage. Ich wohne in Österreich, hier gibt es nicht so viele Coaches. Wie kann ich denn noch als Closer erfolgreich werden? Es ist egal, wo du faktisch wohnst, solange du der deutschen Sprache akzentfrei, fließend, in Wort und Schrift mächtig bist. Wenn du Legastheniker bist, kein Problem, dann geht's auch. Dann kannst du von überall aus der Welt aus arbeiten für Österreicher, für Anbieter aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Macht zero Unterschied. Wer sagt, nur weil du ein Österreicher bist, dass du für einen österreichischen Coach closen musst? Also da brauchst du dir überhaupt keine Sorgen machen. Wir haben Kundinnen und Kunden, egal ob Deutsche oder was weiß ich, die wohnen teilweise auch ganz woanders. Ja? Die wohnen in Thailand oder so und die arbeiten halt auch für Coaches aus Deutschland oder auch für Schweizer zum Beispiel. Also das ist kein Problem, überhaupt nicht. Super. Wenn es ums Telefonieren geht, zwei Möglichkeiten, entweder du telefonierst halt dann über WhatsApp quasi oder die meisten Anbieter stellen dir ein eigenes Telefonsystem zur Verfügung, das dich nichts kostet, du telefonierst quasi auf deren Rechnung. Wie viele deiner Kunden werden dann tatsächlich erfolgreich? Beantwort uns vielleicht erstmal prozentual und dann würde ich da gerne noch ein bisschen erweitern. Was heißt denn erfolgreich? Das ist eine gute Frage. Steht hier nicht. Also ich würde vielleicht sagen, wie viele finden tatsächlich einen Job? Fangen wir mal so an, indem sie mehr verdienen als in einem Durchschnittsangestelltenverhältnis. Also sagen wir mal ab 4.000, 5.000, 6.000 Euro aufwärts. Alle, die sich genauso bewerben, wie ich es in der Ausbildung vorgebe. Punkt. Und da gibt es keine Ausnahme. Ich kann offen gestanden keine Prozentangabe geben, weil ich es nicht weiß. Warum weiß ich es nicht? Weil es mich nicht interessiert. Warum interessiert es mich nicht? Aus einem einfachen Grund. Ich habe mir vor einigen Jahren abgewöhnt, zu entscheiden, was für die Leute Erfolg bedeutet. Weil wenn ich jetzt basierend auf meiner Definition von Erfolg diesen Maßstab an meine Kundinnen oder Kunden abgebe, dann ist basierend darauf niemand erfolgreich. Und dann sind generell 99,9% der Menschheit nicht erfolgreich und absolute Versager. Das bedeutet aber, ich kann nicht einfach meinen Maßstab an jemanden ansetzen. Was ich sagen kann, ist zum Beispiel, man muss bei uns ja einen Abschlusstest machen, einen theoretischen und einen praktischen. Was ich sagen kann, ist, wie viele Leute diesen Test, auch wenn sie ihn mal wiederholen müssen, weil das ist ja kein Spaß, erfolgreich bestehen, das würde ich mal behaupten, sind an die 90%, die den absolvieren und dann letztlich auch erfolgreich bestehen. Was mit den anderen 10% ist, bin ich ganz ehrlich, keine Ahnung. Die sind dann halt offensichtlich nicht geeignet. Aber das sind auch Leute, die machen teilweise den Test dann nur zur Hälfte oder Dings. Aber also ich würde mal sagen, alle 90%, die den Test machen, schaffen den auch am Ende. Das ist der eine Punkt. Dann an den Stellen an sich hinten raus, bei uns mangelt es nie, weil wir haben immer, ich sage jetzt mal so eine pauschale Zahl, 5 bis 6 Mal mehr offene Closer-Stellen, als Leute bei uns in der Ausbildung sind. Das heißt, wir haben immer einen Mangel an Auszubildenden, absichtlich. Gibt es Leute, die sich fehlerhaft bewerben? Klar, die denken, dass sie schlauer sind als ich, obwohl sie 8 Wochen mit mir zusammenarbeiten. Die fliegen dann auf die Fresse und dann machen sie es, wie ich es gesagt habe, und dann finden sie auch einen guten Job. Kann ich verstehen. Ich war früher auch so jemand. Ich habe auch, wenn ich irgendwas gesehen habe, so, ja, so funktioniert es. Ich habe es erstmal anders probiert, bin auf die Fresse geflogen, dachte mir, fuck, bin wieder zurück und habe ich so gemacht, wie der Ausbilder das gesagt hat. Finde ich total witzig. Ich bin ein klassischer Streber. Ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Okay. Ja, doch, ich schon. Also ja. Ich finde es echt total dämlich, aber ich kann es nachvollziehen, weil ich genauso bin. War jetzt mittlerweile nicht mehr. Als ich aufgehört habe, so zu sein, ging es durch die Decke.
Okay, was glaubst du denn macht diejenigen, das hast du jetzt schon teilweise beantwortet, aber was hebt diejenigen ab, die wirklich erfolgreich werden, die dann wirklich auch Umsetzung über die 10.000 Euro plus hinaus verdienen? Einfach nur Umsetzung von dem theoretischen Wissen am Ende. Die Häufigkeit, in der sie das Wissen umsetzen, die Geschwindigkeit und die Präzision. Punkt. Präzision im Sinne von, wie gut kannst du mit deinem Skript arbeiten, wie gut kannst du Einwandbehandlung, Schnelligkeit, wie viele Calls machst du am Tag, wie viele Beratungstermine, traust du dich, dich Vollzeit 100% zu committen oder bist du jemand, der erstmal so ein bisschen neben seinem Job mal ein bisschen, bist du so einer? Ja gut, okay, dann bist du auch erfolgreich, dauert halt länger. Wenn du sagst, nee, ich mache alles jetzt hier gerade 110%, no mercy, dann wirst du natürlich viel, viel schneller erfolgreich, ist ja logisch. Also gehört Mut auch ein Stück weit dazu, sagst du? Aus eurer Sicht ja. Alright. Dann hat eine Frau, das steht hier explizit dabei, uns geschrieben, wie geht man denn damit um, wenn der eigene Partner nicht will, dass man closer wird? Warum sollte er nicht wollen, dass man closer wird? Finde ich jetzt auch eine kritische Frage irgendwie. Also ich kann mir nicht erklären, also ich habe eine Vermutung. Okay, weil darf ich kurz was dazu sagen? Sehr gerne. Ich würde, um Gottes Willen, ich will da jetzt nichts irgendwie sabotieren oder irgendwas, aber ich würde mich fragen, warum mein Partner mir Vorschriften macht, was ich zu wollen habe. Also ich würde mal ein ernsthaftes Gespräch mit meinem Partner suchen und ihn fragen, was denn da dahinter steckt. Ich weiß nicht, vielleicht versteht er es auch einfach nicht, vielleicht kommt es ja aus einer Sorge raus. Dann könnte man sich mal zusammen hinsetzen und das durchgehen. Im Endeffekt. Ja, die Frage ist jetzt halt Einwandbehandlung? Die Frage ist sehr unpräzise gestellt, weil wir natürlich jetzt nicht wissen, warum will der Mann das nicht? Hat er Angst, dass seine Frau irgendwie auf die Nase fliegt? Ja, vor dem Hintergrund kann ich es total verstehen, aber das könnte man ja zum Beispiel dadurch im Endeffekt, umgehen, das ist das falsche Wort, mir fällt das Richtige nicht ein, aber dadurch lösen, dass man sich zum Beispiel zusammen in den Beratungstermin setzt und sich das zusammen erklären lässt. Also so ein pauschales, nee, ich will das nicht, finde ich immer grundsätzlich schwierig, wenn man einfach nicht alle Infos hat. Ja, total. Also ich denke, dass du wahrscheinlich die beste Lösung angesprochen hast. Vielen Dank dafür. Also wenn, dann informiert euch zu zweit, macht zu zweit den Beratungstermin. Das empfehlen wir sowieso sehr dringend bei Paaren, wenn jemand da noch irgendwie ein bisschen Skepsis hat, dann bringt die mit. Ihr habt auch den Beratungstermin nicht mit mir, keine Sorge. Wieso sollte man davor Sorge haben? Weil ich mittlerweile, je erfolgreicher unsere Kunden werden, je erfolgreicher dann logischerweise auch wir werden, desto weniger Verständnis habe ich für solche Fragen. Also das hast du im letzten Podcast schon angesprochen und ich muss dich da nochmal irgendwie ein bisschen... Ja, stimmt schon. Nur in mir drin, ich versuche wirklich mit all der Liebe jetzt, wie gesagt, das sind ja öffentliche Fragen, jetzt bei uns in der Ausbildung mit unseren Kundinnen und Kunden ist was völlig anderes. Eben, und ich bin mir auch sicher, wenn da jemand vor dir sitzen würde und dir sagen würde, hey Konstantin, ich habe da irgendwie noch Vorbehalte ja, oder Bedenken. Ja, haben wir ja Montag, ich habe am Montag 25 Minuten im Live-Call mit Dominik drüber geredet, ob er erfolgreich wird oder nicht, weil er vor zwei Beispiel. Wochen gestartet ist. Kein Problem, alles easy, aber das sind ja Kunden. Ich rede jetzt von irgendwelchen, also jetzt nichts für ungut, ne? Wenn ihr uns die Fragen gestellt habt, vielen, vielen Dank, sehr, sehr nett, aber... So von Theoretikern, die nicht in die Praxis kommen, genau, meinst du, oder? Genau, da bin ich immer ein bisschen so, das ist wie wenn du dich mit einem Eunuchen über Sex unterhältst. Das ist halt so, ja, keine Ahnung, Mann. Ja, okay. Du hast ja keine Ahnung. Ja. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn, also wenn, egal ob Mann oder Frau, also egal ob du mir das jetzt verbietest oder ich dir... Jemandem grundsätzlich pauschal was zu verbieten, finde ich einfach nur super dämlich und ist eine ganz schwierige Grundlage für eine Beziehung. Ist nicht gut. Da schlägt mein alter Job wieder durch. Ja. Nee, ist nicht gut. Nee. Und wenn der Partner oder die Partnerin ja einfach noch ungeklärte Fragen hat, dann, wie gesagt, lasst euch mal zusammen, setzt euch zusammen in einen Beratungstermin, seid da offen, stellt alle Fragen. Da gibt es ja wirklich keine falschen oder keine blöden Fragen. Es ist ja wichtig, dass ihr überzeugt davon seid, von dem beruflichen Neustart. Und es ist auch wichtig, dass euer nächstes Umfeld, in dem Fall Partner, Partnerin, das Ganze mitträgt, weil sonst gibt es ja einen riesen Kauderwelsch. Ja. Also dann setzt euch zusammen in einen Beratungstermin und definitiv, fertig. Definitiv, ja. Ist man als Closer nicht auch wieder im Hamsterrad, weil man ja immer noch Zeit gegen Geld tauscht, genauso wie vorher? Doch, na klar, es ist nur vergoldet. Naja, schau mal, also du bist immer in irgendeiner Art Hamsterrad.
Aber du bist halt in einem Hamsterrad, das viel, viel besser bezahlt ist. Ich bin ja auch in einem Hamsterrad, muss hier jede Woche Podcast machen, muss jeden Tag Fragen auf Instagram beantworten, muss jeden Tag meinen Kundinnen und Kunden helfen, vorwärts zu kommen, muss Live-Calls machen, WhatsApp-Support, Mitarbeiter, also jeder ist in einem Hamsterrad. Aber wenn ich schon in einem Hamsterrad sein muss, dann will ich dafür wenigstens exorbitant gut bezahlt werden. Darf ich da noch einen Gedanken einschmeißen? Gerne. Ich frage mich immer, was Leute mit Hamsterrad meinen. Also ich glaube, ich habe eine ungefähre Vorstellung davon. Aber gleichzeitig frage ich mich, wenn dir dein Job und deine Tätigkeit und dein Alltag, also ich glaube, Hamsterrad ist so ein bisschen ein Synonym für Alltag. Kann schon sein, ja. Ist jetzt einfach mal eine Mutmaßung. Und jetzt mal angenommen, dein Alltag macht dir wirklich Spaß, so ganz grundlegend. Also du hast eine Mission, die du cool findest, Beispiel, du closed für einen Anbieter, dessen Angebot du wirklich gut findest. Du siehst, dass du tagtäglich Menschen in ihrem Leben vorwärts bringst, dass du deren Leben einfacher, cooler, schöner, in welcher Form auch immer machst, dass du Probleme für die löst. Und das gibt dir was zurück, sowohl in Form von persönlicher Erfüllung als auch in Form von wirklich guter Bezahlung. Ja. Ist es dann wirklich ein Hamsterrad? Ja, schon, aber ist doch positiv. Ja, ja, aber ich glaube, Hamsterrad ist in dem Fall einfach sehr, sehr negativ behaftet. Also so verstehe ich es zumindest. Also ich denke, es ist halt ein immer wiederkehrender Rhythmus, ja, das schon. Und ich habe so, immer noch, also ja, weißt ja, du, was stimmt. Ich meine? Aber das muss ja nichts Negatives sein. Ja, also stimmt, es wird ja niemand erfolgreich, wenn man jeden Tag irgendwas anderes macht. Also im Sinne von, heute stehe ich um 6 auf, morgen um 10 und am Mittwoch schlafe ich gar nicht. Das funktioniert halt einfach nicht. Also irgendeine Form von Rhythmus und wiederkehrender Tätigkeit, glaube ich, braucht jeder Mensch, weil man ohne ja auch nicht erfolgreich wird. Das, wie denn? Du kannst ja nicht jeden Tag was anderes machen und da gut drin werden. Ja, das ist absolut richtig. Also ich glaube, auf eine Art ist, wie du sagst, jeder in einem Hamsterrad gefangen. Die Frage ist halt einfach, bringt einem das overall betrachtet, bringt einem das Erfüllung und Spaß? Mhm. Steht man hinter der Mission? Oder hat man das Gefühl, ich arbeite den ganzen Tag vielleicht für das Ziel von jemand anders? Ja, das ist wahrscheinlich ein Punkt, ja, dass die Leute nicht für ihre eigenen Ziele arbeiten können. Ja. Und wird dafür dann auch noch schlecht bezahlt. Ja. Also ich habe immer so ein bisschen den Eindruck, dass das ist, was Leute mit Hamsterrad meinen. Ja. So dieses, ich arbeite die ganze Zeit für jemand anders, meine Ziele stehen permanent hinten an und dafür werde ich auch noch scheiße bezahlt. Und wahrscheinlich, ja. Denke ich mal. Okay. Ich zweifle oft an mir selbst, weil ich nicht weiß, ob ich es als Closer wirklich schaffen kann. Also das ist nicht die kurze. Ja, aber das ist ja keine Frage, das ist ja eine Aussage. Ja, das ist eine Aussage. Ja, man up. Was? Werd ein Mann. Also, ach so. Schau mal, Selbstzweifel haben keine Vorteile. Gar keine. Was ich mir da denke ist, naja, dann probier's halt einfach mal aus. Was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eben. Ich check nicht die, also das meine ich mit, da tue ich mir mittlerweile sehr schwer, weil ich mir denke, ich habe jetzt schon, also pass auf, ich bin echt ein normaler Typ, okay? Ich komme aus einer normalen Familie, ich komme aus einem normalen Umfeld und ich habe Exorbitantes geschafft. Ich sollte doch eigentlich die beste Inspiration sein für euch alle, was in euch steckt. Ja. Also ohne mich jetzt selber in den Himmel zu loben, so meine ich das nicht, sondern als ich noch mir solche Interviews oder solche Podcasts angehört habe, vor 10 Jahren, wo bei mir noch nicht gelaufen ist, da dachte ich mir immer, krass, Alter, die Person ist wirklich sehr ähnlich zu mir und ist schon so viel weiter. Okay, aber dann weiß ich, dann kriege ich das auch hin. Hatte ich im Laufe der Zeit Selbstzweifel? Ja, logisch, das ist ja normal, das hat jeder. Aber who cares? Also wenn du dich darauf fokussierst, dann werden die Selbstzweifel ja immer lauter, immer mehr. Aber konzentrier dich doch mal auf die kleinen Dinger, die du geschafft hast. Auf den ersten Anruf, den du gemacht hast zum Beispiel. Auf den ersten, keine Ahnung, auf die erste Lektion, die du bei uns in der Ausbildung absolviert hast. Konzentrier dich auf die kleinen Dinge, anstatt auf den globalen Fuck-up. So, aber das ist Übungssache, das kommt nicht über Nacht. Bei mir hat es auch voll lange gedauert, aber ich war halt so, ja gut, dann habe ich halt Selbstzweifel und fühle mich scheiße, aber ich werde am Ende sowieso erfolgreich, also ziehe ich durch. Dann, ich habe zum Beispiel, viele machen auch keinen Sport. So, wenn du keinen Sport machst, ist doch logisch, dass du dich scheiße fühlst. Ich würde an eurer Stelle, ganz ehrlich, ich würde am liebsten jeden einzelnen Tag Sport machen. Wirklich. Um mich richtig auszupowern, dass mein Hirn platt ist. Aber ja, macht Sport, ernährt euch gesund. Das macht so viel mehr Unterschied, als ihr euch denken könnt.
Und wir haben ja auch einen Haufen Strategien jetzt auch in der Ausbildung, wenn jemand mal wirklich ein bisschen an sich selber zweifelt, um die Person zu unterstützen. Das sowieso, aber entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ich glaube nicht, dass es an dem, also dass die Leute Angst haben, dass es an theoretischem Wissen mangelt oder so. Nee, aber ich meine nur, also das ist ja auch was ich dann oft mit Kunden und Kundinnen mache, denen einfach Strategien an die Hand zu geben, wie sie aus diesem Gedankengefängnis im Endeffekt rauskommen können, weil das ist ja nichts anderes, das ist ein Knast. Der Witz ist ja auch, solange du es nicht mal ausprobiert hast, also ein Selbstzweifel geht ja nicht weg, indem du es einfach prokrastinierst, indem du es nicht ausprobierst, sondern ein Selbstzweifel geht weg, wenn du weißt, ob du es schaffen kannst oder nicht, wenn du es die Option 1 mal selber bewiesen hast, dass es geht, oder Option 2 wirklich mal gescheitert bist und festgestellt hast, okay, Mist, das ist wirklich nichts für mich. Und beides sind ja Erkenntnisse, die völlig okay sind. Also Da hast du komplett recht, weil ich kann wirklich nur jeder Kundin oder jedem Kunden empfehlen, wenn ihr gerade das Gefühl habt, ihr kommt nicht weiter, sprecht mit der Lea. Das ist ein Gespräch und dann geht es bei euch weiter. Ihr werdet es merken. Habe ich jahrelange Erfahrung. Warum kostet die Ausbildung Geld und warum kann man das nicht anschließend mit der Provision zurückzahlen, wenn du dir so sicher bist, dass man eh erfolgreich wird als Closer? Weil alles, was Wert hat, Geld kostet, Punkt. So eine Aussage höre ich nur von Leuten, die sich die Ausbildung nicht leisten können. Jeder normale Mensch weiß, dass man für eine Dienstleistung Geld bezahlt. Und zwar ab dem Moment, wo die andere Person anfängt zu arbeiten. Das ist das Normalste der Welt. Wer dieses normalste Grundkonstrukt von Kapitalismus noch nicht kapiert hat, puh. Es ist einfach, ein Vertrag wird geschlossen und da gibt es Anforderungen, die von beiden Seiten erfüllt werden müssen. Ja. Punkt. Also mehr ist es nicht. Wenn du dir was kaufst, dann musst du es einfach bezahlen. Ja. Und tatsächlich gibt es da ja auch, also wir bieten da ja wirklich sehr angenehme Zahlungskonditionen auch an. Nein, das kriegt jeder daran, irgendwie hin. Daran wird es nicht scheitern. So eine Aussage, die höre ich seit 6, 7 Jahren nur von Leuten, die einfach so maximal unqualifiziert sind für alles, die wirklich nichts in ihrem Leben haben, also gar nichts. Warum? Weil das Leute sind, die nicht bereit sind, für eine Gegenleistung eine Leistung zu erbringen. Mhm. Weder in einer Beziehung noch im Freundeskreis. Das sind Leute, die ecken immer an. Das sind Leute, die sind auch immer alleine. Die gehen jede Nacht alleine schlafen. Die wachen jeden Morgen alleine auf. Die werden nicht geliebt. Die haben keine innigen Freundschaften, weil die das Prinzip von Leistung und Gegenleistung nicht verstanden haben. Heißt das im Endeffekt, wenn du dich das ist ein Mensch, mit dem ich nicht arbeiten ertappst, möchte. Dann einfach mal kurz hinterfragen. Ist vielleicht ein ganz sinnvoller Rat. Das sind auch die Männer, die dann sagen, oh, ich will, dass die Frau den ersten Schritt macht. Ja, good luck. So läuft die Welt halt einfach nicht. Richtig. Also, ja. Gut. Gibt es einen Tipp, den du jemandem geben kannst, der schnellstmöglich erfolgreich werden möchte als Closer? Wenn du dich auf einen Tipp fokussieren solltest. Weißt du, was mir nicht klar ist? Warum will immer jeder schnell erfolgreich werden? Warum darf es nicht lange dauern, schmerzhaft sein? Ja, ist doch scheiße, will doch kein Mensch. Aber deswegen hat es Wert. Der einzige Grund, warum ein Sixpack bei einem Mann was wert ist, ist, weil du es dir nicht kaufen kannst, weil du schwer zu erreichen ist, weil du verzichten musst, weil du über einen extrem langen Zeitraum diszipliniert sein musst. Weil du Muskelkater haben wirst, weil du nicht Pizza essen gehen kannst, weil es schwer, hart ist und selten. Deswegen ist es was wert. Jeder, der schnell erfolgreich werden will, und glaub mir, ich will auch und ich wollte auch immer schnell erfolgreich werden. Deswegen war ich so unglücklich. Erfolg kommt nicht über Nacht. Punkt. Das passiert nicht. Wir müssen vielleicht nochmal definieren, was bedeutet schnell. Es kann auch sein, dass du mit schnell 3 bis 5 Jahre meinst. Cool. Okay, dann alles easy, weil 3 bis 5 Jahre, um Millionär zu werden, das schaffen nicht viele. Das ist schon schnell, aber eben die klassische Frage geht immer, ja, ich will nächsten Monat 50.000 Euro verdienen. Ja, wie viel verdienst du denn jetzt? Ja, ich habe Hartz IV. Ja, fuck. Spaßt einfach. So, da denke ich mir, das gibt's doch nicht. Das muss dir doch selber auffallen. Aber okay, also pass auf. Ein Tipp. Ich gebe ein System als Tipp mit, weil so, wie wird man gut in Golf? Ja, Alter, keine Ahnung, man trifft den Ball, hau ihn ins Loch. So, ja, wenn das der Tipp ist, ja, good luck. Ja. Also, konnte man sich wahrscheinlich vorher schon denken. Wie wird man superschnell erfolgreich? Indem man den schnellsten Weg von da, wo man jetzt steht, zum Ziel geht. Ohne Umwege, ohne zu stolpern, ohne Pause. So, dann wird man zeitlich am schnellsten erfolgreich. So, die Wahrscheinlichkeit, dass das aber dass das geht, ist relativ niedrig. Dachte ich mir jetzt gerade, jeder stolpert doch irgendwo mal. Korrekt.
Das heißt, dein Job ist es nicht, dafür zu sorgen, keine Fehler zu machen, nicht zu stolpern, sondern einfach besonders wenige Fehler zu machen und besonders selten zu stolpern. Und vor allem weiterzumachen, auch wenn man mal einen Fehler macht, ne? Richtig. Also und dann nicht wieder zurückzugehen. Ja, genau. So. Wie schafft man das? Naja, ganz einfach, am besten mit einem Mentor. Ich weiß, das ist jetzt vielleicht nicht der Tipp, den du haben wolltest, aber am besten ist es, wenn du jemanden fragst, der schon da ist, wo du hin willst, wenn du ihn fragst, hey, wie würdest du, wenn du in meiner Situation wärst, diesen Weg jetzt gehen? Dann sagt er dir das und dein Job ist es nur, das abzuarbeiten. Dann kommst du super schnell an dein Ziel. Wenn du wiederum nicht bereit bist, in den Mentor zu investieren, egal ob finanziell, zeitlich, vom Ego her, kann ja auch sein. Viele haben keinen Mentor, weil sie ein Ego haben, das sie einfach zurückhält. Dann kann ich dir nicht helfen. Also dann, ich habe bisher noch nie den Drang verspürt, das Rad selber neu zu erfinden. Wirklich nicht. Weil ich mir denke, das dauert doch ewig. Stell dir mal vor, du müsstest jetzt selber erstmal Elektrizität erfinden, bevor du zu Hause deinen Kühlschrank anmachen kannst, die Lampe anmachen kannst, bla. Wie absurd wäre denn das? Geht nicht. So, stattdessen buchst du dir einen Elektriker, der einfach eine Lampe in deiner Bude verlegt. Also installiert. Installiert. Ja. So, also verstehst du, das, ja. Ich check das halt nicht. Und ja, also ich würde, wenn ich irgendwas will, buche ich mir einen Mentor. Zum Beispiel, ich werde nächstes Jahr 2 Investmentstrategien starten. Einmal aktive Aktienstrategien für unser Vermögen und zweitens Ende nächstes Jahr wahrscheinlich das Thema Immobilien. Ich werde für beides den Spezialisten buchen, der mir das erklärt, dann kann ich es und dann mache ich es. Fertig. Ich werde mich nicht hinsetzen und selber lernen, wie man Aktien analysiert und ich werde mich nicht hinsetzen und selber rausfinden, wie man Immobilien steuerlich bla am besten kauft, verkauft, vermietet. Mhm. Wirklich nicht. Ich buche jemanden, der darin nachweislich erfolgreich ist, dem gebe ich Geld, der erklärt mir das, ich setze es um. Und dann bin ich auch noch Immobilienmillionär. Wobei okay. Das mit Abstand die cringeste Art ist, Millionär zu sein. Aber egal. Also zusammengefasst mit einem Mentor, Disziplin Und nicht aufgeben. Richtig. Perfekt, wunderbar. Eine persönliche Abfrage, wollte ich jetzt gerade sagen. Eine persönliche Frage zum Abschluss. Nutella mit oder ohne Butter? Hat wirklich jemand gefragt. Sorry. Also ich esse logischerweise, wie man hoffentlich sieht, keinen Nutella. Wenn ich es essen würde, definitiv mit Butter. Also das habe ich früher gemacht, als ich noch 16 war, wo ich einfach nicht zugenommen habe. Alter, mit sowas von mit Butter und, oh Gott. Kann ich zustimmen. Jesus wenn Christ. Schon, denn schon. Ja. Wenn, dann muss richtig knallen. Jo. Und geiler Fragenhagel, geiler Podcast. Absolut. Hey, können wir super, super gerne mal wieder machen. Wenn ihr jetzt sagt, hey, ich habe Bock, auch mal ins Closing Game reinzuschnuppern, ich möchte mir da mal Infos holen, mit oder ohne meinen Partner, dann tragt euch gerne ein für eine kostenlose Erstberatung. Wie gesagt, kostenlos und erstmal komplett unverbindlich. Das heißt, da könnt ihr euch einfach mal informieren. Gerne auch, wie gesagt, euren Partner mitbringen und der oder die kann sich mit informieren. www.hochpreis-closer.de. Wir freuen uns sehr, von euch zu hören und dann sehen, hören wir uns sehr, sehr bald im nächsten Podcast oder im Beratungsgespräch. Hast du noch was zu sagen? Nee, ich denke, wir haben heute sehr gut abgeliefert, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für eure Zeit, fürs Zuschauen. Freue mich auf den nächsten Podcast. Bis dahin. Servus, ciao. Ciao.